Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Forest Folge. Du hast gerade einen Stein fallen lassen. Ich weiß. Wie das ausschaut. Wie das anhört. Komm, wie das ausschaut. Gut, sammeln Baumstämme 0 von 4. Hä, was müssen wir bauen? Weiß ich noch gar nicht mehr. Was haben wir denn da drüben? Das ist 2 Tage her. Meine Fresse. Was war da drüben gleich wieder? Wir haben irgendwas gebaut. War unsere Unterkunft da hinten? Ne, die ist ja fertig. Aber was hat jetzt gleich wieder Ding benötigt? Naja, egal. Hey, wir haben sogar einen Baum übrig. Ja. Gut, dann tun wir nochmal kurz einen Baum fällen. Bring den Kahn mal mit. Okay. Na, 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 na. Alter. Bitte schön. Also, fühlt jetzt die Ausdauer im Hardcore-Modus irgendwie schneller weg? Oder was weiß ich? Glaubst du? Also man läuft ein bisschen rum, möchte einen Baum fällen und... Ja, geht nicht. Obwohl es ja eigentlich noch relativ voll ist. Ich habe keinen Timer gesetzt. Schaust du mal bitte kurz wegen ja. Zeit. Hallo, aufnehmen. Danke. Gerade nur mal kurz geguckt, ob ich irgendwo zufällig mal einen Hasen sehe oder so, aber... Ja, Entschuldigung. In welcher Welt lebst du denn? Das würde zufälligerweise... Ja, dann fahren wir gleich rüber, würde ich sagen, oder? Ja. Machen fertig, was auch immer wir da drüber angefangen haben. Ich glaube, irgendein Gerüst? Irgendwas war doch da. Nee, ich weiß das echt nicht, keine Ahnung. Lol, da ist schon wieder eine Schildkröte. War nicht verab. Naja, Fleisch ist Fleisch. Oh ja, das Fleisch, das kann man gebrauchen. Gönn dir. Ja. Hä? Wenn die im Wasser sind, dann geht's nicht also. Aha. Haben wir jetzt beide Fleisch bekommen, das wäre natürlich nice. Ich hab kein Fleisch, okay. Oh. Aber du hast es hoffentlich bekommen. Lol, liegt natürlich. Da noch eine Leiche? Nee. Fährst du? Ja. Ja, stelle ich direkt vor mich, dass ich weiß, wo ich hinfahre. Ah ja. Jetzt. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da gebaut haben. Unser Zuhause haben wir schon fertig. Es war irgendwie so ein... irgendwas... Regal oder sowas? Ach ja, ein Regal. Irgendwas, das man... Mhm. Irgendwas, das man da... Regal, ja. Da ist es, deswegen brauchen wir auch 2. Jetzt, wo du sagst... Ah nee, der Garten! Ah, Garten! Ah. Ach, der Garten! Lol. Sieht scheiße aus. Das ist voll... Ja, der schwebt halt. Aber das ist halt, glaube ich, generell hier ein bisschen schwierig. Oder obwohl hier unten könnte man Garten nee, anlegen. Komm, scheiß mal jetzt, oder? Ja, das soll ja nur funktionstechnisch funktionieren. Funktional, optisch, scheiß drauf. Nee. Oh, ich fahre voll gegen die Strömung, habe ich das Gefühl. Lol, jetzt stehen die da wieder links. Ja, nice. Wo kommen die jetzt her? Die waren doch gerade eben nicht da, oder? So, sind wir wieder weg. Sehr gut. Ju! Da ist wieder eine Schildkröte. Was ist denn jetzt auf der Luft? Ey! Wir spielen doch auf Hardcore! Ja. Oh, die stehen direkt in unserem Ding drin. Ich kann mich da jetzt eigentlich nicht beschweren, weil wir brauchen das Fleisch.
Ja, klar. Aber ich find's halt gerade lustig, dass wir einfach keinen Hasen oder Reh finden, aber Schildkröten die ganze Zeit. Hä? Oh. So, du musst das Ding wieder nehmen. Aber oh, dann shit, sind es viele. Oh, nimm deine Baumstämme und los geht's. Bin da. Tschüss. Lebet wohl, meine Freunde. Ja, ich würde das Fleisch sogar gleich da drüben aufhängen. Ja, ich auch. Gut, vielleicht nicht alles, weil das drüben haben wir nur einen Fisch hängen, aber... Dass das Ding halt einigermaßen voll ist. Dass wir uns da jetzt nicht mehr drum kümmern müssen. Ja. Ja, dann ist es eigentlich fertig, das Ding da drüben. Ja, eigentlich schon. Unser Notfall... Mittlerweile wahrscheinlich dann... Haupt. Ja. Dann könnte man sich jetzt langsam überlegen, mal in eine Höhle oder so zu gehen. Oh ja. Ein bisschen ausrüsten. Mal ein bisschen Münzen und Uhren und sowas sammeln. Damit man da mal Bomben herstellen kann gegen die ganzen Mutanten. Und danach ja theoretisch dann Mauer oder so. Eine Mauer wäre ja ganz geil, glaube ich. Nice. Kann man da schon was anpflanzen? Ja. Ah, nee. Ich glaube, ich könnte schon was, aber ich weiß nicht, was das ist. Zack. Zack. Gut, ein Fleisch wird noch hinpassen, dann wäre das ganz mal ein bisschen was eingepflanzt. Perfekt. Ein Fleisch noch? Zack. Hey. Jawohl. Ohne Witz, also das ist guter Notstand. Ja, 7 Fleischdinger, das reicht vollkommen. Da hau ich jetzt noch den Fisch, den Vogel da kaputt. Einfach nur, weil es kann. Ich will jetzt noch mal kurz schnell meinen Vogel braten. Ich hab das Hunger. Oh ja, Hunger. Ich brauche auch einen Vogel. Ich hab nur so einen ganz kleinen. Meine ist gerade in den Stein reingeflogen, deswegen. Komm. Werd fertig. Lande. Nein. Meine Landung. Gut, hier auf dieser Insel sind auch extrem viele Vögelinge. Ja, die landen gerade nicht. Ach, das ist lustig. Ich esse gerade einen Vogel und ein Vogel landet auf meinem Finger. Nein. Ja. Oh, das war knapp. So, ich esse jetzt auch noch ein Häppchen. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, was von den beiden mein Vogelfleisch ist. Das müsste ein kleineres Symbol sein. Normalerweise. Nee, ist genau das gleiche Symbol. Das vom. Aber ich rüste es einfach aus und dann mache ich einfach C. Weil dann habe ich es direkt in der Hand. Ein paar Pfeile. Wie viele Pfeile habe ich denn? Ich könnte, glaube ich, die Pfeile reinlegen und mir dann neue holen. So. Aber ich sehe gerade, ich habe so viele Fäden. Na gut, Stöcke hat man vielleicht dann gerade nicht dabei. Tue ich auch mal ein paar. Ich habe nicht alle reingetan, aber ich hole mir dann welche wieder. Ja. Dann trinke ich ein bisschen hier raus. So. Und dann bin ich eigentlich gewappnet. Genau. Ich habe jetzt mal ganz grob mal nochmal 2 Vögel gekillt, weil mir gerade vor die Füße geflogen sind. Magst du auch noch ein Stück? Bist du voll? Ich hätte auch noch ein Stück, aber noch reingelegt. Ja, man kann sich halt leider nicht, Glück gesagt, überfressen oder so. Das ist ja leider. Ja gut, so dass du mal 3 Tage keinen Hunger hast, das wäre schon cool, ja. Naja gut, 3 Tage wäre fast übertrieben, oder? Ich glaube, so viel kann man gar nicht essen. Wenn ich so an mich denke, auch wenn ich so richtig fett fress am Abend davor, werde ich am nächsten Tag trotzdem irgendwie hungrig dann. Ja, klar, irgendwo schon. Irgendwas muss man noch trotzdem essen. Weißt du, so, das müsste du nur regeln, dann könnte man hier... Oh, hier ist ja was dran. Genau, mein Wasserschlauch ist aufgefüllt, das ist schon mal sehr gut.
Ja, genau, gut, es wird jetzt dunkel. Dann würde ich sagen, wir warten jetzt, bis es dunkel ist, schlafen. Können ja derweil, bis es dunkel Ja, ist, stimmt. schon mal das ausrüsten. Ich könnte jetzt auch Ding. Wart auf Wasser. Weißt du, was geil ist? Was mir gerade so auffällt. Ah, ne, hier kann man ja kein Wasser holen, weil es Meer ist. Ja. Aber obwohl man es, wenn man es abkocht. Das geht leider nicht. Aber weißt du, was cool wäre, wenn man irgendwie das Meerwasser nehmen könnte und das Salz dann fürs Kochen benutzt? Und dann irgendwie kann das Fleisch irgendwie nährhafter zu machen kann. Ja, aber es gibt ja eine Methode, wo man das Wasser vom Meer entsalzen kann und dann doch trinken kann, oder? Ja. Aber ich glaube, das geht schwer, wenn man da nicht kein Werkzeug oder so hat. Weil theoretisch müsste man das ja kochen, dass es verdampft und dann muss es ja wieder abgekühlt werden und so, also. Keinen blassen Dunst. Guck mal, wie hell das dort hinten ist. Brennt uns das Feuer? Warum Nein, das? da laufen aber ein paar andere Sachen. Ja, das sehe ich. Da waren gerade vier. Ihr seht uns nicht, ihr seht uns nicht. Ja, da hinten kommt aber schon wieder die nächste Patrouille. Alter, das sind das viele. Immer lustig, wenn man da so Lichter sieht. Ja, perfekt. Aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch nicht schlafen können jetzt. Doch. Schauen wir mal. Ich würde mich echt wohler fühlen, wenn hier eine Mauer drum wäre. Ja, irgendwie Doch, wir schon. könnten sogar wirklich schon schlafen. Nein, können wir nicht. Ich schon. Fuck. Was? Nee, bei mir geht es noch nicht. Bei mir steht Bei mir Zeit. ist es noch ausgegraut ein bisschen. Nee, bei mir geht schon. Nee, Merkwürdig. ich Ich habe speichere einfach. gespeichert. Und dann drücke ich Z und warte mal. Bei mir steht 1 von 2. Warte, du könntest dich ja schon mal ausrüsten, dass man gleich mal dann auf eine Höhlentour gehen, glaube ich, ne? Gut. Ich glaube mal, eine Soda reicht, ein Snack reicht. Habe Wieso ich habe ich jetzt. eigentlich immer noch Beine und Arme und sowas? Obwohl, ich lasse den mal in meinem Inventar, dann könnte ich später vielleicht zu Effigies bauen. Aloe Vera. Eine blöde Frage jetzt. In diesem einen Haus jetzt, wo wir jetzt das neu gebaut haben, wo wir jetzt das ganze Zeug hinhängen zum Trocknen. Ja. Theoretisch könnte man ja in das Haus ja auch diese Schildkröten-Dinger bauen, oder? Und dann kein Dach drüber bauen. Ja, also du hallst gerade Und wieder so dann. heftig. Magst du mal dein Mikro wieder runter machen oder so? Was? Wieder besser? Ja, ich glaube schon. Perfekt. Hey, komisch. Immer wenn mein Kabel da so ein bisschen irgendwie in der Stuhllehne eingeklemmt wird. Komisch. So, ich Dann habe könnten wir einen. das eine Haus in dieses Essenshaus, ins Gasthaus umwandeln. Dass man einfach alles dann versuchen, in Gebäude unterzubringen und nicht öffentlich draußen rumzustehen, oder? Weil da ist halt immer die Gefahr, dass sie es kaputt haben. Batterien, ich habe kleine Steine. Ich gucke gerade ein bisschen, so ein bisschen rum. Weil ich hätte gern meine Wasserflasche, mag ich noch füllen, bevor wir. Ein Medizin will ich mitnehmen. Zwei Soda. Snacks habe ich dabei. Was mich halt nervt, ist, dass ich es nicht reparieren kann. Ja. Ah, ich mach mal noch schnell. Mollys habe ich. Also Feuer, das nehme ich aber auch ein paar mit. Genau, Molotows habe ich für den Fall der Fälle. Ne. Was? Komm schon. Jawoll. Ich habe seit langem mal wieder ein Loch entdeckt. Kann das sein, Dunkel. dass vielleicht die Tiere nur nachts rauskommen, so ein bisschen? Kann das ein bisschen sein? Weiß nicht. Ich habe mir da auch ein Fleisch reingehangen. Hä, hast du hier. Perfekt. Hast du das da hingebaut? Ja, ich habe doch vorhin gerade gesagt, oder? Dass wir hier unser Essenshaus machen und dann Ja, kein Dach wir. drüber haben und dann kannst du hier reinregnen. Dann alles in einem Haus haben. Ja, das fand ich gar nicht mal so blöd.
Gut, gehen wir jetzt schlafen. Ja, es ging gerade eben noch nicht. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Genau, jetzt müssen wir erstmal was essen wahrscheinlich. Ja. Yep. Oh ja. Lass mal was trinken. Machen wir schon mal Feuer an. So, ist es noch gut? Jawohl, ist es sogar noch gut. Vogelfleisch hau ich gleich rein. Dann was ein Schlückchen trinken. Genau, also ich bin jetzt voll. Wasserflasche, eine Soda, ein Snack dabei. Leuchtfackeln, genug Pfeile. Medizin habe ich sogar dabei. Ja. Obwohl ich könnte vielleicht ein bisschen Health Mix. Aloe Vera. Ringelblume, das wäre ganz nice, wenn man irgendwie mal ein bisschen mehr Ringelblumen. Aloe Vera wäre besser. Bei Ringelblumen habe ich ganz schön viel, glaube ich. Nee, Ringelblumen habe ich nur noch eins, Aloe Vera habe ich noch 9. Echt, ich habe Ringelblumen 8 und Aloe Vera habe ich 0. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen zusammenhauen und uns gegenseitig ein bisschen Health Mix machen, bevor wir da. Kannst du mir. Warte, wie viele Ringelblumen hast du? 8. Ich kann dir mal. Ich habe 8 Aloe Vera. Das ist perfekt, dann gebe ich dir 4. Gib mir 4. Ja, genau. Ja. 1, 2, 3, 4. Achso, man kann immer nur 1 oder was? Ja. So. Lol. Wie nervig. Hey. Okay. Okay, nochmal. wie dumm einfach. Ah, jetzt habe ich es verkackt, sorry. Das liegt mit was schlau. Perfekt. So, und dann braucht man jetzt noch. Warte, genau. Kurz, Sonnenhut. Und wenn ich neben dir stehe, dann höre ich dein Inventar auch. Das ist super zu kotzen. Ah ja, haben mich schon gefragt, was das eigentlich ist. Gut, so. Also Sonnenhut, Ringelblume, Aloe Vera. Boom. Sonnenhut, Ringelblume, Aloe Vera. Boom. Aloe Vera? Sonnenhut, Ringelblume, Aloe Vera. Weil, wieso geht's nicht? Ach so, es ist schon voll wahrscheinlich. Ah ja, man kann ja nur 5 nehmen. Gut. Gut. Gelb. Nee, lila war. Lila war. Ach, und ich habe ja noch die Beeren dabei, also ich bin echt gut. Im Feuer liegt noch irgendwas zum Essen. Sonnenhut und Chicora, was ist denn das eigentlich? Energiemischung, okay. Energiemischung, ja. Chicora. Genau, also. Das bin ich gar nicht mehr schlecht dran, weil da habe ich schon mal 4 sowas. Also ich bin jetzt echt gut ausgerüstet, also komm jetzt. Also ich bin eigentlich auch gut ausgerüstet. Also ich hätte gern mehr Leben. Muss ich jetzt sagen. Ich glaube, ich nehme da gleich. Ich halt gleich. Ja. Ich nehme da gleich eins. Genau, eine Fackel habe ich auch noch dabei. Ja, komm mal, jetzt da. Ich gehe mal zum linken lilanen Fleckchen. Und eine Rüstung. Hast du jetzt eine Rüstung? Weil ich habe keine Rüstung mehr. Grenzwertig. Eher so ein Sodalon. Ich überlege gerade, ob ich ein paar Knochen mitnehme. Ich habe 4 Stoff, ich könnte mir eine Rüstung ein bisschen machen. Ah, ein bisschen Knochen mitnehmen, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Genau. Keine schlechte Idee. Dann mache ich das gleich tragen. Wie viel Stoff hast du noch? 16. Magst du mir da vielleicht eins abgeben, ein bisschen? Alter, 16 Stoff ist nicht viel. Alter, ich habe einen Stoff. Ja, wie viele Rüstungen hast du denn? Eine jetzt, weil ich mir gerade. Ich habe 2. 3.
Oh, mein Fleisch ist noch auf dem Feuer. Lalalala. Du meinst in der Kohle, oder? Ja, scheiße. Lol, da ist irgendwas kaputt. Wieso ist hier Zeug kaputt? Ich kann das nicht wegtun, ich kann das nur essen. Wie doof ist das denn jetzt? Gut, da verrecke ich jetzt aber, ne? Wenn ich verkohltes Zeug esse. Ich glaube, es bringt einfach. Vielleicht geht die Ausdauer runter, kann das sein? Nee, es geht gar nichts, passiert einfach. Okay. Ach doch, die Ausdauer will weniger, Tatsache. Scheiße. Mist. Dann gleich mal einen Ausdauermix reinhauen. Ja, das ist nicht viel. Das steigert sich wieder. Ja gut, dann esse ich gleich mal hier Fleisch. Was denn dann? Hä? Hey. Was denn dann? C. Ach, ich kann das doch gar nicht essen. Scheiße. C, ich drücke C. Cool, die kannst du nicht sagen. Warum geht das Feuer immer sofort aus? Komm jetzt! Hey, was ist mit mir? Was dauert denn da noch so lang? Ich? Ja, ich hab Hunger. Ich bin noch komplett. So, dann ess ein paar Beeren oder sowas. Ah ja, stimmt. Gut, kann ich gegen den trinken machen. Warte, dann speichere ich jetzt nochmal ganz kurz. Dann würde ich sagen, jetzt backen wir's. Ich würde jetzt einfach mal die linke Flagge da anpeilen. Mhm. Aber wie viele Beeren passen eigentlich in so einen Beutel rein? Ah ja. 30, glaube ich. So, immer noch ein bisschen Ausdauer, Mix, Energiemischung. So. Perfekt. Ja, Aloe Vera, jetzt geht's los. Es scheint echt sehr nützlich zu sein. Wo bist du denn jetzt? Hier. Lol, hier ist ein Fall gewesen. Ja, ich wünsche mir eigentlich die ganze Zeit, dass wir Aloe Vera anbauen können, aber... Kann man, aber irgendwie braucht man Samen dafür und... Die kriegen wir nicht. Samen kriegt man ja eigentlich, wenn man Aloe Vera pflückt wahrscheinlich, ja. Aber irgendwie, ich habe noch keine Samen für Aloe Vera. Ich glaube, wir haben es mal... Ah. Aber die ist kaputt Lila. Gegangen. Okay. Dann gehen wir hier jetzt rein, oder? Ich habe nicht gespeichert. Shit. Ich gehe schnell speichern, dann bin ich sofort da. Oder laufen sie schon wieder? Ich sehe schon, wir kommen in der Höhle, haben wir uns jetzt, verlieren wir unser Zeitgefühl komplett. Ja, das kann sein. Wir müssen halt dann, wenn es Nacht ist, mal eine komplette Nacht einfach nicht schlafen und dann geht es schon wieder irgendwie. Ja, weil wenn einmal draußen ist der Rhythmus, dann ja. Ja. Ist es doof gelaufen? Ach du Scheiße, ich sehe gerade, die Zeit ist ja schon vorbei. Wie ja, wir müssen. Ja, also 25 Minuten haben wir jetzt schon. Dann gehen wir noch in die Höhle rein und dann... Ja, dann machen wir so. Oh, ich bin mal gespannt, ob es rumruckelt wie die letzten Male. Wird geladen? Oh ja, es ruckelt. Natürlich, es ruckelt. Und es ist arschdunkel hier, leck mich am Arsch. Ah ja, stimmt, die Fackel, ich habe keine Fackel. Die Dauer. Ich habe eine Fackel. Okay. Lol. Achso, hier geht's weiter. Sollen wir Folge beenden und dann in der nächsten Folge in die Höhle gehen? Ist noch in der Höhle. Ja, aber ich meine richtig rein. Ja. Oh, hier ist ein Zelt. Oh, was? Ah, hier kann man nochmal speichern. Lol, hier hätte ich so speichern können. Scheiße. Fuck. Ah, hier ist noch was. Warte, ich nehme kurz auf. Kassette, die mit Megans Ankunft. Ah, vielleicht könnte man in dieser Höhle jetzt dann eventuell auch Überlebende finden oder so, ne? Krass, dass es hier sogar Feuer gibt. Ja, da war es wohl irgendein Überlebender gewesen. Ja. Ah, die Kassette, warte, ich tu mal ganz kurz anhören, glaube ich. An ausrüsten. Aber das Ding ist, ich habe die Kassette nicht aufheben können. Ach
Achso, man braucht glaube ich immer einen Rekord oder sowas. Ja, haben wir ja. Was ist denn der Rekorder? Aber nee, das ist eine richtige Kassette, das ist eine Videokassette und kein... Kann auf einem Camcorder angesehen. Oh, okay. Gut, haben wir noch nicht. Okay. Na gut. Dann wissen wir ja schon mal, was wir dann nächste Folge machen. Höhle erkunden und Camcorder suchen. Gut. Dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.